Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Paterauer Beziehungscoach und so weiter und so weiter und so weiter, Lohnpsychologe. Mein drittes Buch ist draußen, ist wirklich sehr visionär, denke ich, finde ich. Also ich freue mich über euer Feedback natürlich, ich freue mich auch über Rezensionchen oder ein paar Sterne auf Amazon. Aber am wichtigsten ist natürlich, dass ihr es einfach lest und hoffentlich euch gefällt und könnt mir auch schreiben, wie ihr das fandet. Und sehr geil, sollte es überall geben. Es kommen auch diese Woche diverse Interviews. Süddeutsche war ich jetzt drin, Gala, was weiß ich, was alles. Ja. Und genau, und es gibt eine Osternaktion, 20% auf all meine Kurse. Einfach bei Liebeschiff in der Kaufverpflichtung eingeben und dann lupt das rundum, wenn du mich noch nicht kennst. Beziehungen, Bindungsangst, Dating, Liebeskummer, spirituelle Themen und so weiter. Gut, heute habe ich mal ein schwieriges Thema. Ich weiß gar nicht, wie ich das ansprechen soll. Und zwar fällt mir das manchmal auf. Wir kriegen ja wahnsinnig viele E-Mails. Und mir ist natürlich auch klar, dass die Menschen, die einem schreiben, wie soll man das jetzt mal sagen? Also es viele Gründe gibt, einem zu schreiben und dass es ganz viele verschiedene Motivationen gibt. Und was mir schon länger auffällt, ist, ich weiß aber auch gar nicht, wie man das adressieren soll, sage ich mal gleich, aber dass man manchmal Mails kriegt, wo man so denkt, als wenn da so eine praktischer Lebenssinn für Lebensführung, also ich meine jetzt überhaupt nichts Psychologisches oder irgendwie was, sondern einfach so eine Praxis der, wie führe ich mein Leben, irgendwie so, als wenn das irgendwie nicht vorhanden wäre, so. Und ich frage mich manchmal, woher kommt das, ne? Und das ist teilweise so ausgeprägt, dass ich mich frage, also wenn man mit so einer mangelnden Lebenspraxis, die man eigentlich, wo ich eigentlich denke, die kann man eigentlich gar nicht haben, weil das sind ja auch Menschen, die 30, 40, 50, 60 Jahre auf der Welt sind, aber kommt manchmal so rüber, wenn man diese nicht hat, dann frage ich mich auch, wie reflektiert das auf Beziehungen, die man führt? Also wenn man da genauso unpraktisch rangeht, ja, keine Ahnung, dann überweist mal vielleicht diesen Tinder-Schwindler 50.000 Euro, ohne dass man ihn kennt, oder ich weiß es nicht. Und das ist, wie gesagt, keinerlei Kritik, das ist nur so ein, ist ja wie es ist, jeder ist wie er ist, und ich glaube, dass man auch dann selber gar kein Gewahrsein dafür hat, dass das so ist irgendwie, ne? Dass einem da so Praxis fehlt und ich wüsste auch nicht, wie man das jetzt mit einem Kurs adressieren könnte, aber es ist trotzdem glaube ich, ein Problem, wenn man irgendwie, weiß nicht, gesunder Menschenverstand hört sich schon zu krass an. Das hat auch nichts mit, glaube ich, mit Intelligenz zu tun oder so, sondern irgendwie so eine, ja, wie funktioniert das Leben auf so einer ganz praktischen Art, oder ich weiß es nicht, ne? Also gibt es jetzt viele Beispiele, ich will jetzt auch nichts zitieren hier natürlich, aber was zum Beispiel öfter ist, dass ich öfter so Mails kriege, wo erst irgendwas so randommäßig kritisiert wird, irgendwie, keine Ahnung, in meinem Buch auf Seite 227, keine Ahnung, hätte man lieber das Bild sehen nehmen sollen als dann jenes oder irgendwas, was man ja so meinen kann. Aber es wird irgendwas kritisiert und gleichzeitig wird dann gesagt, ja, ich würde dir gerne dies oder jene Dienstleistung anbieten oder mit dir dieses oder jenes machen. Und wo ich so denke, das macht doch gar keinen Sinn, dass ich jemanden erst irgendwie kritisiere, was man natürlich darf. Ist ja alles gut. Also wir kriegen auch natürlich in aller Regel nur, allermeisten Mails sind positiv und alles gut. Aber kritisiere und dann gleichzeitig sage, ich würde gerne dieses Business mit dir machen. Das ist für mich so, also ich kann, nicht, wer soll das denn gut finden, ne? Also ich kann das nicht mal gar nicht. Also jetzt mal so ein Beispiel, wo ich so denke, ja, wenn ich da mit so einer Haltung in eine Beziehung gehe, wenn ich jetzt, machen vielleicht auch viele, wenn ich jetzt so auf ein Date gehe und sage, ey, ich finde dein Kleid scheiße, aber ich würde jetzt gerne dich mit nach Hause nehmen oder ich finde deine Art scheiße, aber ich würde dich trotzdem gerne mit nach Hause nehmen. Wer findet das geil irgendwie so, ne? Also wenn ich weiß nicht, ob das dann auch im Dating sich da auch so zeigen würde, aber ich weiß auch nicht. Ja, vielleicht versteht ihr, was ich meine. Wie gesagt, ich habe dir da auch keine
Lösung für. Kenne das vielleicht aus meinem Leben teilweise auch, dass ich Dinge gemacht habe, also häufig im Zusammenhang mit mündlichen Absprachen, die natürlich in dieser Welt gar nichts zählen irgendwie, wo man auch denken könnte, das ist vielleicht eine mangelnde oder ja, eine Naivität oder eine mangelnde praktische Erfahrung mit dieser Welt, wie sie nun mal ist, dass man meint, das hätte irgendeinen Wert oder so. Ja, wie gesagt, kann ich jetzt teilweise auch verstehen, wobei, was ich persönlich, also was ich von mir aus, also ich kann gut Naivität nachvollziehen, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie man Leute anmeiert, anschießt und dann was von denen will. Das will ich in meinem Leben nicht kapieren, wie das funktionieren soll, aber keine Ahnung. War jetzt mal auch ein Aufruf an euch, mal das Video zu schreiben, ob ihr erstmal mit diesem Thema was anfangen könnt oder ob ihr da eine Meinung zu habt. Geht jetzt auch mehr so um was Allgemeines? Also wie könnte sowas auch so Dating beeinflussen? Naja, mal so ein random Thema heute, aber was mich doch irgendwie ganz schön beschäftigt, weiß ich auch nicht. In diesem Sinne, holt euch den fucking Ostercode, lest das Buch und wir sehen uns bald wieder.